So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Heavy Rain. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr gespielt, also keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Wir sind hier gerade im Auto. Und ja, würde ich jetzt einfach sagen, einfach mal aussteigen und schauen, was uns so erwartet. Aber spielen wieder den guten Ethan. Ist ja ein bisschen angeschlagen von der ersten Prüfung. Ein altes Gebäude, wie es ausschaut. Da können wir doch bestimmt rein. Erstmal so ein bisschen umschauen, falls wir so weit gehen können. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches. Was zur Hölle soll ich hier? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Ja, einfach mal rein da. Wird eh niemanden stören, wenn jemand da sein wird. Gut, also so kommen wir schon mal nicht rein. Dann müssten wir halt irgendwie andersrum, außenrum, oben drüber, irgendwie. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Ups, verklickt. Und da wären wir auch schon drin. Gut, gut. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Ja, das sieht man auch. Also am besten nicht reinlangen oder so. Und da wären wir drin. Eine Streichholzpackung. Jetzt wird bestimmt gleich irgendwas passieren, nehme ich an. Na klasse. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Ja, nice. Oh mein Gott. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen.
Ganz langsam, sonst reiße ich mir die Arme auf. Das ist ja alles voll davon. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Dann tun wir das mal. Aber wie kommt denn da das ganze Glas hier, frage ich mich. Rohr. Sean wird wegen mir sterben. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ein Luftzug. Ein kleiner Luftzug. Wenn ich herausfinde, woher er kommt, finde ich vielleicht zum Ausgang. Na, hoffen wir mal, dass es jetzt gleich klappt auf Anhieb. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Nach rechts müssen wir. Nee, da ist ja schon der Ausgang, sehr schön. Scheint alles richtig gemacht zu haben. Was und jetzt weiter? Oh mein Gott. Okay. Ne, der passt doch ja nie durch. Oder doch? Das kann ja heiter werden. Ja, und jetzt? Ah, okay.
Jo, das war knapp. Wenn wir da runtergefallen, dann hätte es schlecht ausgeschaut. Aber da ist schon mal der Schmetterling. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. Bis jetzt geht's ja noch. Aber ich sag lieber nichts. Sonst verkacke ich's noch. Ja, jetzt wird schon schwieriger. So, ich glaube, wenn ich es nochmal verkacke, dann sieht es ziemlich schlecht aus. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Aber naja, ein Leben werden wir jetzt noch haben. Das jetzt bloß nicht verkacken. Ich hab X gedrückt. Ja, ich muss da durch. Oder man kann theoretisch da durch. Oder auch nicht. Dann doch den hier. Das sieht gar nicht gut aus. Müssen wir jetzt wieder zurück oder was?
sieht ganz so aus. Bin ich hier wieder am Anfang oder nicht? Da komme ich ja wieder zum Anfang. Naja, dann gehe ich jetzt den gleichen Weg nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Oder man kommt da einfach nicht durch, was ich aber nicht glaube. So, jetzt werden wir wieder hier. Jetzt müssen wir hier durch. Einen anderen Weg haben wir ja nicht. Geht es erst recht nicht durch. Boah, ich sehe auch fast schon gar nichts mehr. Da werden wir sofort gegrillt, wenn wir da durchgehen. Naja, ein Versuch ist es wert. Nee, das klappt nicht. So, und jetzt zweimal
geradeaus einfach, hätte jetzt ich eigentlich gesagt. Aber das Spiel will irgendwie nicht. So ist halt jetzt eben nochmal. Ach, ich muss. Jetzt habe ich es kapiert. Oh, aber ich will eine lange Leitung heute. So, und jetzt noch einfach geradeaus durch und dann wären wir auch schon. Ich spring durch. Endlich! War das eine schwere Geburt, ey. Das sagt uns jetzt immer noch nicht so viel. Hab kaum noch Kraft. Noch einen elektrischen Schlag halte ich nicht aus. Den will ich dir auch nicht mehr geben. Ja, nicht perfekt durchgekommen, aber immerhin bin ich durchgekommen, ohne zu sterben. Ich weiß nicht, ob man überhaupt da sterben kann. Aber dann würde ich wieder sagen, mache ich hier wieder einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein.